Ich habe dann allerdings festgestellt, dass das Ganze zwei Haken hat. Denn erstens habe ich kein Bewässerungssystem mit zwei oder mehr Wasserkreisläufen. Und zweitens habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, wie ich eins aufbaue. Ich weiß nicht, was funktionieren wird und was nicht. Ich weiß, dass Profis eher diese Rundwerfer aufbauen. Allerdings ist das bei uns aus gartengeografischen Gründen etwas problematisch. Das ist, wenn da nicht gerade ein Kiesberg und eine Palette drauf liegt, so ein Mittelding aus Ödland und Wildwiese. Und deswegen haben wir vor kurzem einen Brunnen spülen lassen. Heute wage ich mich aus dem Schneckenhaus, was mein Gartenbewässerungsprojekt angeht. Und ich hatte das ja eigentlich schon im letzten Jahr vorgesehen und habe mir dann das hier zugelegt. Das Gardena Smart System für Bewässerungsanlagen mit mehreren Wasserkreisläufen. Hier ist einmal die Steuereinheit, die die verschiedenen Ventile steuert, ein Bodenfeuchtesensor und die Bridge. Ich habe dann allerdings festgestellt, dass das Ganze zwei Haken hat. Denn erstens habe ich kein Bewässerungssystem mit zwei oder mehr Wasserkreisläufen. Und zweitens habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, wie ich eins aufbaue. Darum und aus ein paar anderen Gründen ist es dann liegen geblieben. Plötzlich war Spätherbst und im Spätherbst baut man kein Bewässerungssystem mehr ein. Also habe ich das in dieses Jahr geschoben. Und dieses Jahr hat sich im Prinzip an den Voraussetzungen auch nichts geändert, außer einer kleinen Sache. Und zwar lasse ich mich von meinem Unwissen nicht mehr aufhalten. Darum gehen wir heute einmal durch den Garten und schauen uns den Ist-Zustand an. Ich berichte vom Soll-Zustand. Und dann schauen wir noch einmal über die Planung der Bewässerung zum aktuellen Zeitpunkt. Das Ganze mit dem Disclaimer, dass sich das mein Hirn ersonnen hat, mit ein bisschen Hilfe von außen, aber ich noch nicht garantieren kann, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Darum plane ich daraus eine kleine Serie zu machen und heute fangen wir mit dem ersten Teil an. Viel Spaß! Es fühlt sich ein bisschen bescheuert an, hier mit so einem unfertigen Ding einfach ein Video zu machen. Und ich bin mir auch sicher, dass sich in den Kommentaren wieder einige von euch ausleben werden und mir sagen, dass meine Entscheidungen bescheuert sind, dass meine Planung bescheuert ist oder was ich alles anders machen sollte oder besser oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was funktionieren wird und was nicht von den Dingen, die ich mir vorgenommen habe. Ich bin mir relativ sicher, dass nicht alles glatt laufen wird. Bevor wir aber rausgehen und uns den aktuellen Stand der Tragödie anschauen, möchte ich dir einmal so ein bisschen meine Ideen und meine Ziele darlegen. Wir haben hier ein Grundstück von ungefähr 300 Quadratmetern und da steht unser halbes Häuschen drauf. Und das ist nicht besonders viel und braucht man da unbedingt eine Bewässerung mit mehreren Zonen und mehreren Ventilen? Vielleicht nicht, wobei das sicherlich auch eine Frage des Wasserdrucks ist. Mein Ziel ist vor allem, dass die Dinge, die wir pflanzen, auch am Leben bleiben. Und wie durchwachsen unser Gießverhalten ist, davon könnten dir unsere Zimmerpflanzen ein Lied singen, wenn sie keine Zimmerpflanzen wären. Und nicht größtenteils tot. Das ist aber auch der Grund, warum das hier nicht echt ist. Meine Idealvorstellung ist also, dass überall Sensoren sind und an Wetterdienste angeschlossen und dann automatisch bewässern, wenn es notwendig ist, so wie es in der jeweiligen Zone angebracht ist. Rasen zum Beispiel will ja eher seltener, aber dafür viel Wasser auf einmal. Bei bestimmten Kräutern ist es vielleicht wichtiger, die überhaupt am Leben zu halten in einer Dürreperiode. Aber selbst wenn das alles nicht auf Anhieb klappt, würde mir schon sehr viel mehr helfen, eine vernünftige Zeitsteuerung vom Handy aus zu haben, wo ich die Sachen anpassen kann, wo ich einstellen kann, was und wie, wann wie bewässert. Denn wenn ich aktuell unseren Rasensprenger rausstelle und ihn irgendwie eine halbe Stunde laufen lassen will, dann kommt es durchaus mal vor, dass ich es vergesse. Und dann läuft er unangemessen lange. Oder ich denke eventuell zum falschen Zeitpunkt dran, aber es ist zu spät, noch auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Zum Beispiel im Sommer, wenn es so richtig trocken ist, dass ich dann irgendwie erst vormittags dran denke, wenn es schon relativ warm ist und ein großer Teil des Wassers dann verdunstet. Und um das so ein bisschen besser planen zu können und das in den Momenten, wo ich dran denke, für den kommenden Abend einzuplanen oder eben früh morgens noch mal ein bisschen Wasser rauszubringen, das würde mir alleine auch schon sehr viel weiterhelfen. Wie eben schon angedeutet, plane ich das Ganze zu so einer Art Serie zu machen. Heute machen wir so ein bisschen die Vorbesprechung und die Planung. Beim nächsten Mal würde ich dann so die Installation zeigen, dann irgendwann noch, wie die Steuerung funktioniert und dann mit ein bisschen mehr zeitlichem Abstand die Erfahrungen, die wir mit dem System über diesen Sommer gesammelt haben. Eigentlich sollte das alles auch schon unter der Erde sein, aber bisher war das immer so, wenn ich dann voller Tatendrang losstarten wollte, kam eine globale Pandemie dazwischen. Daher sind die Einzelteile aktuell noch nicht mal hier und ich kann nicht genau sagen, wann der zweite Teil erscheinen wird. Ich würde es gerne sehr zügig machen, aber es ist nicht komplett von mir abhängig. Wenn du das Ganze nicht verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol es jetzt eben nach. Wenn du auf die Glocke klickst und die auf immer stellst, dann kannst du sicher sein, dass du die Videos nicht verpasst, wenn sie erscheinen. Ich habe ja neulich schon einen Livestream gemacht, wo wir so ein bisschen über Gartenplanung gesprochen haben.
Und ich habe ja auch, wie gesagt, letztes Jahr schon dieses Gardena Steuerungszeug gekauft, was ja HomeKit-Unterstützung hat, was für mich ein nicht unerheblicher Faktor war. In dem Livestream haben wir ja auch viel über eure Erfahrungen gesprochen. Ich habe mich in meinem Umfeld auch nochmal mehr umgehört und Erfahrungen eingesammelt. Und es gibt zu vielen Systemen für und wider und Leute, die gute und schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und ich habe mich nach viel hin und her entschieden, jetzt erstmal mit einem kompletten Gardena-System zu starten. Und das Ganze hat mehrere Gründe. Vor allem hat Gardena diese kleinen Versenkregner, die wie so ein typischer Rasensprenger funktionieren und in der Mitte des Rasens platziert werden. Ich weiß, dass Profis eher diese Rundwerfer aufbauen und die dann eher an den Rand, sodass sie vom Rand wegsprengen. Allerdings ist das bei uns aus gartengeografischen Gründen etwas problematisch oder zumindest sehr umständlich. Und ich fühle mich eigentlich ganz gut mit der Idee, in der Mitte der Rasenfläche so einen Sprenger zu haben, der die einigermaßen gut abdeckt. Dann bekommt man einen Großteil der Komponenten auch im Baumarkt. Und als jemand, der noch nicht so richtig weiß, was auf ihn zukommt und vielleicht fehlt am Ende ein Teil oder ich brauche irgendwann mal einen Ersatzteil oder irgendwas möchte ich austauschen oder anpassen, dann kann ich einfach in den Baumarkt fahren und mir kurzfristig weitere Teile besorgen. Und der dritte Punkt ist, dass es sicherlich auch das am weitesten verbreitete System ist und damit auch die Anfragen, die ich bisher dazu bekommen habe, die meisten sind im Vergleich zu anderen Systemen. Das heißt nicht, dass ich in der Zukunft nicht andere Dinge ausprobiere, entweder wenn ich damit auf die Nase falle oder auch wenn das alles problemlos funktioniert. Also wenn du Ideen hast oder dir irgendwas unter den Nägeln brennt, was dich besonders interessiert, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare, dann werde ich das in Zukunft eventuell berücksichtigen, wenn da genug Interesse besteht. Aber jetzt gehen wir erstmal raus und begehen die Baustelle. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal den Ist-Zustand an und dann erkläre ich euch, was dieses Jahr noch passieren soll. Hier ist schon mal die erste Baustelle. Das ist, wenn da nicht gerade ein Kiesberg und eine Palette drauf liegt, so ein Mittelding aus Ödland und Wildwiese. Da haben wir schon so zwei Büsche hingepflanzt. Hier steht ein Gartenhaus in durchwachsenem Zustand. Das hier ist die Wiese vor dem Hauseingang. Die habe ich ja letztes Jahr schon hier mit dem Zaun in zwei Teile geteilt. Wir haben auch schon ein bisschen was gepflanzt. Hier steht so ein Apfelbaum, ein bisschen anderes Zeug. Hier ist gerade Baustelle, weil hier das zweite Kiesbett verschwindet. Das erste habe ich ja letztes Jahr da schon weggehauen. Und hier ist dann so die Spielwiese. Hier soll ein Spielturm hinkommen. Das war die Palette, die ihr vorne eben schon stehen habt sehen. Und wegen vielleicht etwas verfehlter Planung ist das vielleicht nicht ein kleiner Spielturm, sondern eher ein Spielmonster. Aber wenn es gut läuft, bleibt uns noch ein kleines bisschen Garten zwischendrin. So, hier ist die Terrasse, da ist im Moment einigermaßen Chaos und hier vor haben wir noch ein kleines Beet. Fangen wir doch einfach hier mal an. Und zwar, wenn da hinten der Spielturm steht und wir das jetzt mit so klassischen Rundwasserwerfern bewässern wollten, dann bräuchten wir sehr, sehr viele kleine, weil das ja keine besonders große Fläche ist. Und die Alternative ist eben hier in die Mitte ein so ein Versenkregner, der hier wie so ein klassischer Gartensprenger eben so das Wasser verteilt. Und das scheint mir erstmal plausibler. Hier das Rhododendronbeet mit den Azaleen wird nochmal separat angeschlossen, kriegt noch so eine Tropfbewässerung. Da sieht man auch den Bodenfeuchtesensor von Gardena. Hier kommt dann der zweite Versenkregner hin, der so diesen Teil bewässert. Und auch bei diesem Teil wird einiges anders. Der vordere Teil hier wird Beetfläche, also ist da ja theoretisch schon, aber wird nochmal sauber gemacht und mehr hingepflanzt. Und auch dieser Rasenteil verschwindet irgendwann und wird Fahrradabstellfläche. Das Kiesbeet verschwindet, dann wird früher oder später der Weg daran gelegt. Das ist aber erst Ausbaustufe 2. Und Ausbaustufe 3 ist dann irgendwann dieses Gartenhaus hier, in eine Gartenhaus-Carport-Kombination umzubauen, wo dann vielleicht der Gartenhausteil hier so ein bisschen über Eck geht, Mülltonnenunterstand irgendwie dahinter ist, Platz für Feuerholz und so weiter. So, aber was jetzt erstmal in der ersten Stufe passieren soll, ist, wie gesagt, wir wollen den Spielturm aufbauen, vor allem, weil wir einen Spielplatz brauchen, weil alle öffentlichen Spielplätze im Moment nicht zugänglich sind. Dann soll das zweite Kiesbett verschwinden und wir wollen diese automatische Bewässerung. Auch weil an der Stelle, wo das erste Kiesbett letztes Jahr verschwunden ist, regelmäßiger Feuchtigkeitsniederschlag sicherlich auch wünschenswert für die Grünfläche ist und der Rasen nicht darauf hoffen muss, dass der Wind aus der entsprechenden Richtung den Regen dahin trägt. So, das ist ein einigermaßen maßstabsgetreuer Grundriss unseres Grundstücks und ich gebe zu, ist etwas unübersichtlich auf den ersten Blick. Das hier ist unsere Haushälfte, das hier ist die große Rasenfläche, das ist die kleine Rasenfläche, das ist das Schotterding vorm Haus, hier steht das Auto, hier ist das Gartenhaus. Das ist grob der aktuelle Stand. Wir haben hier aktuell den Außenwasserhahn. Der hängt an einer separaten Wasseruhr, so dass wir nicht auch noch Abwasser bezahlen für das Wasser, das wir von diesem Hahn abnehmen. Und damit wäre er grundsätzlich, zumindest aus finanziellen Gründen, geeignet, um damit
auch die Außenwasserversorgung sicherzustellen. Allerdings gibt es zwei Probleme damit. Erstens hat er einen relativ geringen Wasserdruck. Also einen 10 Liter Eimer bzw. eine Gießkanne macht er in ungefähr 38 Sekunden voll. Das ist wohl zu wenig, um damit die Versenkregner aus dem Boden zu drücken. Da könnte man wohl gegensteuern, indem man da einen anderen Hahn einsetzt oder von einem Sanitärmenschen das Ganze nochmal irgendwie aufbohren lässt. Aber der zweite und wichtigere Punkt ist, dass es mir widerstrebt, unseren Garten mit Leitungswasser zu wässern. Und deswegen haben wir vor kurzem einen Brunnen spülen lassen. Der ist jetzt auch nicht unweit davon gelegen. Der ist hier einmal so um die Hausecke rum. Da kommt eine Pumpe dran, so dass wir Wasserdruck haben sollten bis nach Meppen. Mein Plan ist, dass dann eben auch an dieser Stelle die Ventilbox untergebracht wird. Und wenn das so richtig läuft, wie von meinem kranken Hirn ersonnen, dann baue ich da auch eine kleine unterirdische Box, wo die Pumpe reinkommt. Und das alles mehr oder weniger unsichtbar ist. Das ist auch der Grund, weswegen wir hier gerade diese Kiesgrube ausheben, weil ich da nach dem Außenstromanschluss suche, so dass wir da Strom für die ganze Steuerungsgeschichte und die Pumpe und so weiter hinbekommen. Die andere Idee ist, dass wir ebenfalls von dort dann Strom mit in die Gräben werfen, so dass wir hier hinten im Garten auch jeweils einmal Strom haben, um so ein bisschen mit Außenbeleuchtung experimentieren zu können. Die ganze Steuerung wird dann eben über die Gardena-App laufen, beziehungsweise über HomeKit. Und ob und wie alle Automationen, die ich mir wünsche, damit möglich werden, gerade in Bezug auf, wann hat es zuletzt geregnet, wie viel Niederschlag gab es, welche Sensoren kann ich einbinden, das werden wir nochmal in einem eigenen Video durchleuchten. So, wie gesagt, dann haben wir drei Wasserkreisläufe geplant. Und zwar soll einmal hier für dieses Beet, einmal hier für dieses Beet und einmal hier für dieses Beet jeweils ein Tropfschlauch angeschlossen werden. Das ist sozusagen der erste Kreislauf. Die werden dann sozusagen an der ersten Leitung hängen, die hier angeschlossen wird. Dann ist vorgesehen, dass jeweils hier und hier ein Versenkregner hinkommt, der die jeweiligen Flächen hier so einmal im Rechteck benetzt und sich damit dann eben auch so einstellen lässt, dass wenn hier dann der Kletterturm steht, dass der eben nur bis kurz davor Wasser wirft, aber wir nicht hier überall außenrum einzelne Wasserwerfer hinsetzen müssen. Und der dritte Kreislauf wird dann eben hier hinten sein, dass hier noch eine Wassersteckdose hin soll, damit wir von dort auch Wasser holen können, wenn wir es brauchen, um, weiß ich nicht, Blumen auf der Terrasse zu gießen oder so. Für meinen ausgiebigen Test hat Gardena sich bereit erklärt, mir die Sachen zum Testen zur Verfügung zu stellen. Also wie gesagt, bis auf das Smart-System, das ich ja schon habe. Wir können mal eben noch einen Blick auf den aktuellen Plan der Teileliste werfen. Da haben wir hier einmal das Verbindungskabel, um die Geschichte anzuschließen. Anschlussdose, Ventilbox, dann ein drei Bewässerungsventile, zweimal 50 Meter Verlegrohr, dann zwei Verbinder. Jetzt muss ich mal eben gucken, ich glaube, das sind die für die Versenkregner. Dann fünf Verbinder für die anderen Geschichten. Dann T-Stücke, L-Stücke mit Gewinde. Zweimal die Vierecksversenkregner, drei Entwässerungsventile für die jeweiligen Wasserkreisläufe, eine Wassersteckdose, neun Rohrhalter mit jeweils fünf Stück. Dann ist hier, das müsste glaube ich noch die smarte Pumpe sein, da weiß ich nicht, ob ich wirklich die zugeschickt bekomme, weil durch die smarte Ventilsteuerung brauche ich das theoretisch nicht. Also in dem Moment, wo Wasser angefordert wird, wird auch eine normale Pumpe, die nicht in dem smarten System angebunden ist, einfach Wasser liefern. Dann Anschlussgarnitur, nochmal ein Verbinder und die Starter-Set für Pflanzreihen. Ich packe dir die aktuelle Teileliste auch nochmal unten in die Videobeschreibung und dann können wir alle hinterher einmal herzlich drüber lachen, was ich alles vergessen habe. Wenn du noch irgendwelche speziellen Fragen genau zu diesem System oder zu den grundsätzlichen Fragen einer Bewässerungsanlage hast, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare, dann werde ich versuchen, die in den zukünftigen Teilen mit unterzubringen und zu beantworten. Wenn du Erfahrungen mit dem System, mit anderen Systemen hast und Dinge, worauf ich auf jeden Fall achten sollte, wenn ich das Ganze installiere, dann schreib sie mir bitte gerne ebenfalls in die Kommentare. Wenn dich zukünftige Videos aus meinem Garten zu der Bewässerungsgeschichte, zur Außenbeleuchtung, zu Mährobotern, zu Außenkameras und was auch immer interessieren, dann abonniere gerne den Kanal. Es gibt allerdings auch genauso viele Videos zu Sachen für drin. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin kannst du hier weiterschauen oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Pow. Grüner Hintergrund, jede Menge Kunstpflanzen auf dem Tisch. Das kann nur heißen, es geht um den Garten. Das sind nur Pollen, trotzdem vorbildlich in die Armbeuge.